Geralt? Ich dachte schon. Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Rittersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Was? Fahrt fort. Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt? Doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Ein Leichnam, der Tote, eine Mittagserscheinung? Also, ich weiß es nicht. Ein Leichnam. Ihr seid der Leichnam. Werte Dame, verzeiht. Eine Hornisse hat meinen Freund ins Ohr gestochen und ihr Gift ist ihm ins Hirn gesickert. Leichnam reimt sich wirklich perfekt auf Bote. Geralt, versucht es nochmal. Ja, ich wollte mich nicht auf Bote. Versiegelt. Bote reimen. Die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt. Ich wollte auf Mann reimen. Mann, Leichnam. Kein Bettler, kein naja. Bote. Wer ist dieser Mann? Okay. Bote, Tote. Perfekt. Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Der Verstorbene, ein Gespenst, eine Mittagserscheinung. Griff, auf was soll ich mich denn jetzt reimen? Ein Gespenst. Hört auf, hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Okay. Alina, ich bin's. Selina, wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexe? Ich werde es versuchen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin eine Hexe. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen... Nicht immer mit dem Schwert. Diese dramatische Zwischensequenz, Heilige, die hat mir gefallen. Jetzt weiß ich aber nicht, warum er von Abigail gesprochen hat. Heilige. Okay. Okay, mein Quest ist abgeschlossen. Ich muss zu Julian gehen. Schlinger, aha. Okay. Wir gehen zu Julian. Geralt? Danke für deine Hilfe. Rittersporn, würdet ihr mir erklären, warum... Gut gemacht, Geralt. Ich hätte euch ja vorgewarnt, aber ich musste mich auf eine spontane Inspiration verlassen. Verschont mich künftig mit euren Inspirationen. Hört auf zu schmollen. Es hat gewirkt, oder nicht? Und es hat mich auf eine Idee gebracht. Ich mache daraus ein episches Werk über volkstümliche Bräuche. Ich verstehe. Nun gut, das hätten wir erledigt. Wir schreiten voran zu Julian und richten ihm aus, dass seine ehemalige Geliebte nun endlich wo auch immer ist. Zumindest wandelt sie jetzt nicht mehr über die Erde als Gespenst.
Und danach können wir zur Herrin des Sees. Ja, da haben wir eigentlich gute Fortschritte gemacht. Und zwar hier entlang. Das macht mich doch nachdenklich. Aber die Sequenz von eben hat mir sehr gefallen. Ich weiß aber nicht, warum er jetzt genau auf Abigail gekommen ist. Aber einfach diese epische Sequenz hier zwischendurch. Schön. Das kann sich sehen lassen. Gut, Straße zum Dorf. Flanieren wir mal dort entlang. Sprechen mit Julian. Okay, es wird gespeichert. Und hier kommen wir zum Gasthaus. Na schön. Immer diese ganzen Wege hier, die brauchen doch im Endeffekt summa summarum doch einiges an Zeit. Kumuliert zusammen. So, Gasthaustür. Okay. Tja, der Rittersporn hat das geregelt. Nö. Julian. Ja, danke, perfekt. Ich wollte ihm gerade die Botschaft ausrichten. Geralt? Okay. Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Hab Dank, Geralt. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann. Aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. Das war's wohl damit. Okay, wir haben anscheinend auch eine Belohnung bekommen. Kann ich euch helfen? Ich glaube nicht. Ah ja, wir haben auch 4907 Münzen. Ich muss herausfinden, welches von Julians Geschenk... Ja, wir haben eigentlich nur eins bekommen. Und darum werden wir uns jetzt auch kümmern. Wenn ich mich auch nicht irre, könnten wir oder hätten wir Selina auch retten können oder von ihrer jetzigen Situation als Gespenst auch befreien können. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen können und das wäre auch nur optional. Von dem hier. Ich meine, hey, ich bin ein guter Mensch. Ein guter Anderling. Genau, wir gehen zum Seeufer. Dann reden wir nochmal mit Berengar. Nee, mit Berengar müssen wir gar nicht mehr reden. Wir müssen mit... Ja, wir müssen eigentlich direkt mit der Herrin des Sees sprechen. Nichts anderes. Wir haben ja die beiden Geschenke. Weil natürlich wollen die ja alle Frauen Geschenke haben. Egal ob normal oder Göttin. Ob es eine Bäuerin ist, eine Prinzessin oder eine Göttin. Die wollen alle das Gleiche. Naja. Die umgehe ich mal. Na, so viel dazu. Ich gehe weiter. Okay, dann kann ich ja eigentlich direkt das Boot nehmen. Mit dem Priester muss ich nicht nochmal sprechen. Nicht, dass ich wüsste. Okay, hier lang. Und da ist das Boot. Genau. Achso, ich werde noch verfolgt. Der ist mir bis hierhin gefolgt. Okay, Freundchen. Ja. Komm schon. Weiter. Erwischt. Das war's mit ihm. Darf ich? Darf ich? Ja. Das Boot. Schwarzschwalbeninsel. Und wir sprechen mal wieder mit der Herrin. Mit der Göttin, wie es sich gehört. Da haben wir sie schon. Die steht hier einfach den ganzen Tag herum, wie ich sehe. Okay, erst einmal Berengar. Berengar interessiert sich nicht für das Schicksal
Meine Vision betraf eindeutig euch, Geralt. Wenn ihr das sagt? Wenn die Zeit reif ist, helfe ich euch mit einem Geschenk. Ich verstehe. Ja? Das höre ich doch gerne. Herrin, seid ihr zufrieden? Ihr habt eine gequälte Seele ins Jenseits geschickt. Ihr habt Alina mit einem Lied zu sich gebracht. Das ist wahr. Ja? Okay. Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Ja. Hier. Lasst einen Tropfen meines Blutes auf den Altar fallen. Fordert Dagon zum Duell. So sei es. Pfahl des Schicksals. Und wir bekommen noch ein Geschenk von ihr. Stufe aufgestiegen. Und wir haben ein Rubin von ihr erhalten. Der Rubin der Herren des Sees. Ein dunkelroter Rubin. Er besteht aus dem verzauberten Blut der Herren des Sees und strahlt eine seltsame Energie aus. Welch Ehre. Nun gut. Jetzt müssen wir ihn noch zu einem Duell herausfordern. Moment, muss ich überhaupt hier hingehen? Ja. Na. Komm schon. Oh, hier muss ich die starken Angriffe nehmen. Ja, das reicht noch nicht ganz. Königswiebern. Immer diese kleinen Äffchen. Okay, dann esse ich noch mal etwas. Okay. Und ich mache mich auf den Weg. Na toll. Ich hatte die Hoffnung, dass er uns nicht entdeckt. Und hier sollten wir richtig sein. Auch der Kleine. Na, los geht's. Eine kleine Wyvern. Erwischt. Sehr schön, das war er. Dagon-Ministrant. Wir haben den Rubin. Einfach an einem der Altare. Ja, so viel dazu. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt. Jetzt muss ich mich um ihn und den Anhängern kümmern. Okay, das wird schwierig. Okay. Vielleicht erstmal um die Kleinen kümmern. Ich weiß aber nicht, ob da noch welche kommen. Was macht er denn? Los, Geralt, greif an! Okay, wir sollten erstmal... Ja, es kann sein, dass da immer wieder welche auftauchen. Ich erinnere mich noch an den ersten Bosskampf gegen diesen Gespensterhund. Na los. Komm schon. Ja, da kommen immer mehr. Komm schon. So viel dazu. Okay. Und er heilt die sogar. Die Schweine. Okay, aber die bekommen wir noch relativ schnell fertig. Ja, ich bin noch optimistisch.
weil er mir bisher noch nicht sehr viel Schaden angerichtet hat. Ich habe ja auch das komplett falsche Schwert ausgewählt. Ja, danke, Geralt. Ja, los. Okay, das scheint aber nicht zu helfen. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal die Kleinen attackieren. Aber gut, dass ich das falsche Schwert ausgewählt hatte. Na los. Na toll, die werden wieder geheilt. Kann ich denn... Achso, ich habe gerade Meteoritenschwert. Ja, Hexersilberschwert. Komm schon, komm schon. Okay, das musste sein. Nochmal sehr agil davongerollt, sehr behende. Okay, jetzt macht das Schwert nochmal 10% mehr Schaden. Komm schon, komm schon. Stimmt ja, wir haben ja auch das Meteoritenschwert, das hatte ich schon vollkommen vergessen. Okay, das war's mit ihm. Und er beschwört immer neue. Und heilt sie. Oder die heilen sich gegenseitig. Oder was auch immer. Ausweichen, ausweichen. Okay. Na, das hat ja nicht ganz wie geplant funktioniert. Aua. Aber ihn kann ich anscheinend auch noch nicht direkt angreifen. Ich muss mich wirklich hier explizit um die anderen kümmern. Na, Freunde. Kommt mal heran. Achso, ja. Muss noch aufladen. Die Schweine heilen sich. Okay, aber er hat schon... Also der Große hat schon Schaden genommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das hier ein großer Bosskampf wird. Ich hatte mit einem kleineren Gegner gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Hat ja schon mal etwas. Zack. Au. Oh, nee. Ich muss etwas essen, auch wenn das hier sehr gefährlich ist. Bewegung, Geralt. Aber irgendwie sind die auch... Die sind ziemlich langsam. Okay. Ich weiß auch nicht genau, was Dagon hier immer macht. Der hat irgendwelche Strahlen am Start. Genau zuordnen kann ich das nicht. Ich glaube, der holt sich immer mehr dazu. Aber irgendwie hat er schon Schaden genommen. Also es scheint richtig zu sein, einfach seine Kollegen hier anzugreifen. Zack. Vielleicht bekommt er auch dadurch gerade Schaden. Ich weiß es nicht. Möglich ist es. Okay. Ja. Ach man, wenn er etwas schneller wäre, dann könnte ich ja auch direkt beide attackieren. Komm schon, ich muss noch mal etwas essen. Sonst kann ich hier nicht wirklich Leben regenerieren. Ja. Oh oh, Beilung, Beilung. Die Musik hat auch etwas. Jetzt konnte ich sogar beide erledigen. Sehr schön. Okay, wir mussten anscheinend nur seine Gehilfen erledigen. Das hat sich ja noch in Grenzen gehalten. Was ist das hier? Rune der Sonne. Das nehmen wir mit. Ich muss auch unbedingt Gegenstände verkaufen, ich weiß. Okay. Ja, das hätten wir erledigt. Dann reden wir nochmal mit der Herren. Achso, ja. Ich muss der Herrin von Dagons Tod berichten. Ja, das ist auch gerade die letzte Hauptmission, die wir noch offen haben. Dann bin ich mal gespannt, was sich danach noch ergibt. Dann sprechen wir mal mit der Herrin. Haben wir das geschafft. Aber ich gehe auf Nummer sicher und speichere nochmal. Denn die Autospeicherpunkte sind hier nicht zu gebrauchen. Okay, wir haben den nächsten Bosskampf erfolgreich hinter uns gebracht.
Das hat sich jetzt auch noch wirklich in Grenzen gehalten. Wenn ich darüber nachdenke, welche Probleme ich noch bei dem ersten Boss hatte. Diesem Geisterhund. Herrin des Sees. Ach ja. Tja, mit ihr haben wir auch schon einige Male gesprochen. Ja? Okay. Ich habe Dagon getötet. Als Dank werde ich die Nebel lüften, sodass ihr euch an Teile eurer früheren Fähigkeiten erinnern könnt. Danke, Herrin. Nutzt mein Geschenk weise. Herrin, mir scheint, ich werde in Trübwasser gebraucht. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Wir müssen reden. Natürlich. Ich bin eine Göttin. Ihr seid das Schwert des Schicksals. Der Tod folgt euch schon seit Jahren. Vielleicht. Nehmt dieses Geschenk der Herren des Sees. Es hilft euch, euer Schicksal zu erfüllen. Was ist das für ein Geschenk? Kniet nieder, Geralt von Riva, weißer Wolf. Ihr habt einen weiten und gefahrvollen Weg hinter euch. Ihr habt Mut und Güte bewiesen. Durch göttliche Macht schlage ich euch hiermit zum Ritter. Trotzt euren Feinden ohne Furcht. Beschützt die Hilflosen. Lügt niemals, auch wenn es euren Tod bedeutet. Das ist euer Eid. Und dies, damit ihr es nie vergesst. Erhebt euch als Ritter. Das Schicksal wird euch keine Ruhepause gönnen. Ein langer Weg liegt vor euch. Ich sehe Tod und Blut. Ich sehe frostiges Chaos. Nehmt dieses Schwert als Zeichen meiner Gunst. Einst war es die Klinge eines großen Kriegers. Viele Äonen lag sie in der Tiefe und harrte eurer Ankunft. Herrin. Sch, Hexe. Es ist unerheblich, ob ihr an das Schicksal glaubt. Mit der Klinge, die ich euch gebe, vollendet ihr eure Mission. Danke, Herrin. Geht, weißer Wolf, und tut, was getan werden muss. Möget ihr euer Schicksal erfüllen. Da wurden wir einfach zum Ritter geschlagen. Die Herrin des Sees, es hat sich gelohnt, sie aufzusuchen. Oh ja, das hat es. Das Schwert, das ich erhalten habe, erwartet selbst eine große Bestimmung. Wir haben ein neues Schwert erhalten. Aerodyt. Schaden plus 60, Angriff plus 10. Perfekt, dann haben wir einmal unser Meteorenschwert. Meteoritenschwert. Und einmal unser neues Schwert, das wir eben erhalten haben. Das ist natürlich optimal. Tja, danke, Herrin des Sees. Und jetzt wartet nur noch Alvin auf uns. Die Herrin des Sees. Es hat sich gelohnt, sie aufzusuchen. Aha. Ich meine, ich habe die Salamandra an Vizien berichtet. Aha. Rüstung. Berengars Geheimnis. Die Zeit wird zeigen, wie dieses Schicksal aussieht. Ich habe das Reitgeschirr und kann die Wohlwollen der Grix gewinnen. Na gut, das ist jetzt weniger wichtig. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich machen können, nun ja, wäre die Alvin-Mission. Ich würde sagen, wir verlassen diese Insel hier. Ich weiß auch nicht, ob wir noch einmal die Herren des Sees treffen. Vielleicht war das eben das letzte Mal, aber sie hat uns definitiv geholfen. Der Segen einer Göttin. Ja, ansonsten würde ich dann hier die Insel verlassen.
Okay, sehr interessant. Dann sehen wir mal. Na, da komme ich nicht nach unten. Wir segeln noch einmal mit dem Boot zurück. Und hoffentlich ergibt sich dann, was wir als nächstes machen. Berengar. Ich habe dem obersten Salamander gesagt, wo er Kaer Morhen findet und half ihnen bei ihren Forschungen. Ich jagte die Bestie im Umland von Visima, als sie mich ergriffen. Ich entkam, begegnete Kalkstein und nahm sein Angebot an, den Turm im Sumpf zu öffnen. Dabei haben sie mich dann wieder geschnappt. Und diesmal waren sie nicht so nett. Mich für sie auf die Suche nach Alwin zu machen, war die einzige Möglichkeit, meine Haut zu retten. Warum erzählt ihr mir das alles? Ich wollte es euch persönlich sagen und den berühmten eisigen Blick sehen. Ach, Berengar. Ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Das reicht mir, Verräter. Ihr zeigt keine Reue und nur Selbstmitleid. Ihr hasst, wenn die Hexe euch... was die Hexe euch angetan haben. In Ordnung, aber ihr habt euch einer Gruppe angeschlossen, die Experimente an Kindern durchführt. Mit Mutagenen. Geht mir aus den Augen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Soll das heißen, ihr versteht mich? Ihr verteufelt mich nicht? Ich kann auch Entscheidungen nicht gutheißen, aber ich denke, ich kann sie nachvollziehen. Wahrscheinlich. Das reicht, Verräter. Ja, ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise können wir es wohl nachvollziehen. Auch wenn wir es, wie gesagt, nicht gutheißen. Definitiv nicht. Ich kann eure Entscheidungen nicht gutheißen. Aber ich denke, ich kann sie nachvollziehen. Soll heißen... Tut, was ihr für richtig haltet. Ich bin nicht eure Amme. Nehmt das. Wir sehen uns wieder, weißer Wolf. Interessant. Ich sollte zum Seeufer zurückkehren. Buch des Donners. Dagonsaft. Okay. Versuchung. Okay, Inventar. Wir haben neue Bücher erhalten. Das hatten wir schon gelesen. Goldener Schal. Aha. Berengars Brief. Ich dachte immer, die Hexer hätten mir die Gabe genommen, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Ah ja, neuer Eintrag. Das kann sicherlich nicht schaden. Professor. Fehlungsschreiben. Meine Güte, was wir alles dabei haben. Okay, wir machen uns erstmal auf. Zurück zum Ufer. Berengar. Ich weiß nicht. Eine schillernde Persönlichkeit. Das kann man wohl sagen. Ja, und wir verlassen diese Insel. Ein für alle Mal. Nehme ich mal stark an. Zurück am Seeufer. Und was machen wir nun? Ach ja. Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht, aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Ryla. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein. Keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein. Ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Visima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt. Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Die Verluste werden vermutlich hoch. Seltsame Worte. Bedenkt man, dass dieser Mörder Yevin euer neuer Freund ist.
Ich weiß, dass ihr bei diesem Bankraub die Finger im Spiel hattet. Und zufällig sind die Skoyatel seit diesem Moment deutlich besser bewaffnet. Egal aus welchem Grund, diese Bauern gaben der Einheit Unterkunft und Essen. Sie sind des Verrates schuldig. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Bauern abschlachtet. Ha. Wollt ihr es mit uns aufnehmen? Nun gut. Sprecht mit dem Elfenweib. Wenn sie die Waffen niederlegen, garantiere ich ihnen einen fairen Prozess. Ebenso wie den Bauern. Wartet mit dem Angriff, bis ich zurückkehre. Ihr habt mein Wort. Das ist ja eine sehr delikate Angelegenheit. Okay, wir müssen zurück ins Dorf. Okay. Ich würde ja gerne erstmal mit den Leuten hier sprechen. Ach du Heilige. Okay, Boot. Warum wird denn jetzt das Boot ausgewählt? Freie Elfen. Ah ja. Okay. Befehl ist Befehl. Ewiges Feuer. Kommandeur des Ordens. Ich hätte nichts gegen ein Bier. Das ewige Feuer führt meinen Kampf. Der Orden ist immer siegreich. Ja, wir werden sehen. In Flammen getauft wird Vysima gereinigt, Befehl neu erstehen. Ich meine, früher war mir der Orden auch sympathisch, als wir nur Siegfried kannten. Und danach, ich weiß nicht, hat sich das doch etwas verändert. Ja, da ist schon eine gewisse Entwicklung zu beobachten. Okay, also müssen wir hier den... die Situation entschärfen, Frieden herbeiführen. Ich hau mal vor dem ab. Auch wenn das wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren wird. Okay. Tja, und nun? Ich hoffe, wir bekommen das hin. Das will ich wirklich mal schwer hoffen. Genau, wir müssen hier entlang gehen. In das Dorf. Straße zum Dorf. Dann sehen wir mal. Das Dorf. Und es wird gespeichert. Geralt! Rittersporn. Toruvils Elfen haben im Dorf Geiseln genommen. Was sollen wir tun? Ich habe mit Raila gesprochen. Sie führt die Ritter des Ordens an. Geralt, Alwin ist eine dieser Geiseln. Ich weiß. Ich versuche, mit ihnen zu verhandeln. In Ordnung. Ich postiere mich hinter dem Haus des Dorfpropstes. Wenn ihr bereit seid, sagt ihr mir, was ich tun muss. Ich muss mit der weißen Raila und Toruvil sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht leicht wird. Das schafft ihr schon. Bis später. Zumindest haben wir ja die Unterstützung von Rittersporn an unserer Seite. Freie Elfen. Bevor ich mich entscheide, ich will mich nicht entscheiden. Okay. In die Richtung. Rittersporn positioniert sich schon einmal für den Fall der Fälle. Mir gefällt das ja mal wieder ganz und gar nicht. Ah ja, die preisgekrönte Kuh. Hallo? Geralt von Riva. Toruvil sprach von euch. Was wollt ihr? Ich führe die Verstärkung an, die Yevin schickt, um Toruvil zu helfen. Wie ihr seht, dient Vivaldis Gold endlich einer gerechten Sache. Mit gestohlenem Gold gekaufte Waffen. Bewundernswert. Wenn ihr aus Vysima kommt, habt ihr die weiße Raila hergeführt. Das ist unwichtig. Toruvil konnte nicht ewig fliehen. Den Hetzhunden des Ordens entkommt man nicht. Sie sollte es als Gelegenheit sehen, ihren Häschern zu trotzen, sie zu besiegen und zu Yevin zurückzukehren. Ihr lasst Toruvil keine Wahl. Und jetzt braucht ihr mich, um die Ritter zu töten.